Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer. Dankeschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten jetzt in der Tat das ERB-Wirtschaftsplangesetz 2018, wie es jetzt auch richtigerweise ausgewiesen wird, an der Tafel, nicht 2017. Wie Kollege Westphal schon richtig darauf hingewiesen hat, ist das ERP, European Recovery Program, also die Mittel, die einstmals aus der Marshallplanhilfe zur Verfügung gestellt wurden, eine Erfolgsgeschichte. Seit fast 70 Jahren, 1948, werden diese Mittel jetzt hier in Deutschland zur Wirtschaftsförderung eingesetzt. Insgesamt über 100 Milliarden Euro, die hier insbesondere für kleine mittelständische Unternehmen gefördert wurden, mit denen kleine mittelständische Unternehmen gefördert wurden und mit denen Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen und gesichert wurden. Was wird gefordert und gefördert? Innovation, Exportleistungen von Unternehmen, Aufbau und Modernisierung bestehender Unternehmen in regionalen Fördergebieten und, was jetzt zukünftig noch mehr im Fokus stehen wird, Existenzgründer, Wachstumsfinanzierungen und vor allem auch Beteiligungskapital für junge, innovative Unternehmen. Im Fokus stehen dabei kleine mittelständische Unternehmen, die oftmals im Vergleich zu Großunternehmen strukturelle Nachteile bei der Finanzierung haben. Die Förderung erfolgt traditionell durch Kredit. Wir sind ja in Deutschland ein Land des Kredits, des Bankkredits, der Fremdkapitalfinanzierung traditionell, weil wir über Jahrzehnte hinweg Eigenkapital steuerlich auch vielleicht nicht immer so behandelt haben, wie wir es hätten sollen. Und deshalb sind wir in Deutschland traditionell eher lastig Fremdkapital finanziert. Diese Förderung erfolgt insbesondere dann dort, wo eben der bisherige Bankkredit nicht aushilft oder nicht ausreichend ist. Und er war in der Vergangenheit dadurch gekennzeichnet, dass Kredite mit besonders günstigen Zinsen dort zum Zuge kamen. Mit langen Laufzeiten, Verzicht auf Tilgungsleistungen, insbesondere in den Anfangsjahren, was gerade für Neugründungen oftmals eben wichtig und hilfreich war, und gleichzeitig insoweit auch sehr flexibel, dass jederzeit Tilgungen vorgenommen werden konnten und können und damit auch mögliche Zins- und Tilgungsbelastungen dort auch schnell gemildert werden können. Soweit, so gut. Bisher haben wir ein jährliches Fördervolumen von rund 6 Milliarden Euro. Aber bekanntlich ist ja das Bessere der Feind des Guten. Wir sehen, dass in den letzten Jahren, einmal natürlich auch durch das niedere Zinsniveau und das Zinsumfeld, diese Zinsvorteile bei Krediten nicht mehr so der allergrößte Renner sind und deshalb auch der Bundesrechnungshof uns zu Recht darauf hinweist, dass der Mittelabschluss gar nicht mehr so vollumfänglich erfolgt, wie das in der Vergangenheit der Fall ist. Im Übrigen auch ein Zeichen dafür, dass die Finanzierungssituation im klassischen unternehmerischen Bereich funktioniert, auch jetzt in der Hochkonjunktur und in der Aufschwungphase. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Deshalb müssen wir dort auch weiterhin am Ball bleiben. Deshalb ist hier Handlungsbedarf. Handlungsbedarf ist aber, und auch da hat der Kollege Westphal ja schon darauf hingewiesen, insbesondere eben auch bei innovativen jungen Unternehmen, die schnell wachsen. Weil diese Unternehmen eben nicht über den Bankkredit sich so schnell refinanzieren können oder gar Wachstum finanzieren können. Und da kommt uns und gereicht uns zum Nachteil, dass wir in Deutschland eben bei der Wachstumsfinanzierung im Vergleich zu vielen anderen Ländern nicht so gut aufgestellt sind aufgrund der Historie. Und deshalb
müssen wir jetzt hier neue Schwerpunkte setzen, dass wir weg vom Kredit hin zur Wachstumsfinanzierung, und zwar zur kapitalersetzenden Charakter, dann beim Eigenkapital kommen. Das ist jetzt der neue Fokus, der hier im Haus in der vergangenen Legislaturperiode auch große Übereinstimmung gefunden hat. Der Venture-Finanzierungsmarkt in Deutschland hat sich zwar gut entwickelt in den letzten Jahren. Von 2013 bis 2015 haben sich allein die Beträge vervierfacht auf 3 Milliarden. Wenn man es aber im internationalen Vergleich sieht, sind wir leider noch übersichtlich unterwegs. In den USA sind es 50 Milliarden Euro im selben Zeitraum, und dort haben sich die Beträge verdoppelt. Deutschland hat in Europa den Platz 3 inne, noch hinter Großbritannien und Schweden, was die Wachstumsfinanzierung in absoluten Zahlen anbelangt. Und bezogen aufs BIP ist das Potenzial noch höher. Die eben ausgeführten und erwähnten USA haben 0,3% des BIP, und Israel hat sogar 0,4% des Bruttoinlandsproduktes im Wachstumsfinanzierungsbereich, während es Deutschland auf das Bruttoinlandsprodukt bezogen gerade mal auf 0,02% bringt. Das heißt, wir haben ja den Faktor 10 mindestens, den wir hier noch hebeln müssen. Die KfW geht auch gegenwärtig von einer Angebotslücke von 500 bis 600 Millionen Euro jährlich aus. Und auch da hat der Kollege Westphal schon darauf hingewiesen, wir haben ein Problem bei Wagniskapitalfinanzierungen im Wachstumsbereich bei Dimensionen 5, 10, 15, 20 oder gar 50 Millionen. Das können wir im Moment kaum leisten. Deshalb haben wir da nicht die Instrumente, nicht die Möglichkeiten. Deshalb besteht hier einmal eine Verfahren der Abhängigkeit, das Dritte, das von außen finanzieren. Das wäre noch okay, wenn es in Deutschland stattfindet. Vielmehr ist aber die Gefahr da, dass entsprechend auch die Unternehmen abwandern. Und da haben wir gerade im Hightech-Bereich, im Wachstumsfinanzierungsbereich in den letzten Jahren einige beobachten müssen. Deshalb hier genau jetzt der Ansatz, der neue Ansatz über die KfW mit einer Beteiligungstochter, über die bisherigen hinaus. Es gibt ja schon eine ganze Reihe ERP-Beteiligungsprogramme, ERP-Mezzanin-Dachfonds, Fondsinvestment, Wachstumsfonds, Copario und andere mehr. Die kann ich jetzt nicht am Einzelnen hier erläutern, wo Größenordnung 700 Millionen zur Verfügung stehen. Es soll jetzt erweitert werden an die Beteiligungsfinanzierung auf 500 Millionen Euro außerhalb der KfW, genau mit diesem Vehikel, was sich jetzt in der Gründung befindet und operativ im ersten Quartal, hoffentlich im nächsten Jahr, dann auch seine Tätigkeit aufnimmt. Dieses wird dann spezialisiert sein auf Eigenkapital, also kapitalersetzende Maßnahmen, Venture Capital Fonds und Venture Debt Fonds. Es wird aber auch nicht sein, dass wir dadurch vor allem das Öffentliche nur managen wollen. Der VEB ist auch bei der Wachstumsfinanzierung nicht die richtige Antwort, sondern die KfW soll Hilfe sein, dass auch privates Kapital sich entsprechend entwickelt, gehebelt wird, so also dass kein Crowding-out erfolgt, sondern ein Crowding-in, dass auch privates Kapital hier zunehmend in den Wachstumsmarkt entsprechend integriert wird. Und deshalb denken wir, wir sind hier auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass wir auch hier heute in der 19. Legislaturperiode eine ebenso große Übereinstimmung haben und finden, wie wir die in der 18. hatten. Dort hatten wir den ERP Unterausschuss im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Frau Grotelüssen ist ja heute hier, die dem vorgesessen hat. Und dort wurde wesentliche, wichtige Vorarbeit geleistet mit dem Beschluss, den wir hier im Hause am 30. März diesen Jahres über alle Fraktionen hinweg getroffen haben, wurde die Regierung aufgefordert, diese Instrumente so weiterzuentwickeln. Jetzt liegt es vor. Auch in dieser Übergangsphase, in der wir uns im Moment befinden, zeigen wir uns handlungsfähig hier im Deutschen Bundestag und können diese wichtigen Instrumente und diesen wichtigen Bereich der Wachstumsfinanzierung neue Impulse geben. Und ich hoffe, dass auch heute hier bei der ersten Lesung, bei den weiteren Beratungen im Ausschuss als auch dann in der zweiten und dritten Lesung genauso wie vom Bundesrat die notwendige Unterstützung kommt, dass wir die PS bei der Wachstumsfinanzierung im ersten Quartal nächsten Jahres auch bereits auf die Piste bringen können. In diesem Sinne herzlichen Dank, und ich hoffe auf breite Unterstützung.
Zu seiner ersten Rede rufe ich jetzt auf Enrico Komning von der AfD-Fraktion.